Oh, da, sie haben den Baum gefällt, da wird gebaut. Das ist auch schon cool. Das Spiel ist übrigens schon etwas älter, ist also gar nicht mal so selbstverständlich alles. So, es gibt ja die Gilde 2, die ich persönlich beim Zugucken schon nicht so toll fand. Ach ja, richtig, die fangen auch später an zu arbeiten im Winter. Ah, noch 3 Jahre warten, dann schauen wir doch mal, was können wir der Dame schenken? Keuschheitsgürtel, heißen Stein oder ein Ausflug aufs Land. Ich nehme einen heißen Stein. Sie murmelt Danke und es dauert trotzdem noch 3 Jahre. Da sieht man, was man hat. Ach je. 508 ist es momentan wert. Und keiner, der da ist, um es zu produzieren. Eine flammende Predigt. Bund fürs Leben, Bund fürs Leben. Die Uhr hat Titel wurde gerade die vergeben. 9 geschlagen. Patricia Gumbart. Eine Hochzeit findet statt. Eine Hochzeit findet statt. Eine Hochzeit findet Oh, noch statt. eine. So. Eine Hochzeit Ja, findet ist statt. ja Der gut. Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Wie sind? Patricia. Nein, ich wollte nicht, dass du irgendwas machst. So. Oh, Gedichte. Genau, es kommt immer auf den Marktplatz einer, der Gedichte vorliest. Allerdings bin ich mir nie sicher, wo der hier ist. In Köln weiß ich es ganz genau. Es heißt immer auf dem Marktplatz, aber in Köln ist das so am südlichsten Punkt der Stadt. Und hier habe ich den jetzt auch nicht gesehen. Ach, gucke mal, Marktflecken. Ja, ist wirklich eine große Stadt im Vergleich. Der Bin mir gar Stadtrat nicht sicher, hat ob einem ich eurer jetzt das so Konkurrenten sehe. das Bürgerrecht verliehen. Ist ja toll. Wo könnte denn hier die Bühne sein für diesen Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent kunstfähigen. verhandeln ein wenig steigern können. Übt nachgiebig weiter, dann werdet ihr bald eine signifikante Oha, Verbesserung also diese spüren. Stadt Der ist. Ah, da ist es Stadtrat doch. hat einem eurer Ja, Konkurrenten ich das bezahle Bürgerrecht 50. verliehen. Das Gedicht lese ich jetzt nicht, aber. Ah, ob eurer beeindruckenden Kenntnisse steigt eure Gunst bei allen Alchemisten ein wenig. Man sieht es. So, meine Fähigkeiten. Ah, da sieht man den halben Stern. Ich habe ihn mir stark und unter Schmerzen antrainiert. Und ja, mal sehen, was er uns bringt. Wie sieht es denn aus? Wir sind hier bei 2 dünnen Bieren. Ach so, genau. Die Gebäude haben natürlich verschiedene Stufen. Unter Optionen kann ich Gebäude eine Stufe aufwerten, allerdings brauche ich dafür erst den Berufsstand Nr. 3 und für die nächste Stufe drauf Berufsstand Nr. 5. Man könnte auch schon dann wechseln, aber ich bin der Meinung, es macht wenig Sinn, wenn man dafür ja einen Bonus-XP kriegt, dass man dann Meister macht. Würde ich das immer voll ausbauen, jeden Beruf. Machen ja manche nicht, kenne ich ein paar Personen. So, Weingeist haben wir kaum noch. Das heißt, einer von euch beiden wird jetzt gleich tapfer Weingeist produzieren. In Ordnung. Njom, njom, njom. Schon klar. So. Da die Dünnbiere werden nicht verkauft, allerdings werde ich mir ein paar Gerste Wie ihr holen. wünscht. Denn es ist meiner Meinung nach viel zu wenig davon da. Rohstoffe, Quatsch. Importe. Gerste und Roggen. Mal schauen, ob ich mir beides leisten kann. Oh ja, aber es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich knapp. In Ordnung. So, 78 habe ich noch über. Und der Karren ist angekommen. Das ist der Vorteil am Pferdekarren, der ist viel, viel, viel schneller. Ah, genau volles Lager für Roggen, 9 Gerste fehlen. Man sieht also, Gerste braucht man viel mehr. An alle, die ihr eigenes Bier brauen wollen. Ach so, genau. Als Bürger kriegt man nicht viele Rechte mehr, aber als Patrizier kriege ich die Möglichkeit, im Bürgerhaus zu wohnen. Warum auch immer ich das nicht als Bürger bekomme, in einem Bürgerhaus zu wohnen,
Finde ich sehr interessant, aber es ist so. Nächstes Jahr werde ich die beiden befördern. Wenn 4 Lehrlingsjahre vergangen sind, dann kann ich die zu Gesellen befördern. So, was haben wir denn? Genau, hier sieht man die Dynastieanzeige. Ich bin im Moment einer der schlechtesten. Hier sieht man natürlich den starken und hier den sehr starken Gegner. Ja, also man kann sich schon denken. Allerdings sehe ich hier noch nicht klar heraus, wer der lausig und wer der sehr lausig ist. Der ist schon verheiratet, wirbt auch noch. Wenn die keine Kinder haben, die sterben schon mal gerne auch aus. Das ist sehr lustig. Oh, wirbt nicht, hat keine Kinder, das könnte der sehr lausige sein. Wenn der mit 19 noch nicht einmal um irgendwen wirbt. Gut, ich werde wahrscheinlich gleich auch wieder als ledig dastehen, wenn die Frau keiner mich nicht haben will, sagen wir es so. Nächstes Jahr. Und wie sieht's aus? So, wie viel habt ihr noch produziert? 5 Dinnenbiere und wir haben nur noch 10 Weingeist. Na gut. Aber ab nächstem Jahr brauche ich sehr viel Geld, um die Schenke zu erhöhen. So, wir sind um 21 Uhr. Es ist viel wert im Moment. Was machen wir da? Ich bin der Meinung, wir verkaufen das jetzt. Ja. Schnell dorthin. Denn wir wissen nicht, was es nächstes Jahr wert sein soll. Dementsprechend kaufen wir aber auch direkt wieder Importe ein. So, denn Roggen haben wir dann gleich genug. Da brauchen wir erstmal nichts mehr zu holen. Aber zumindest Weingeist... zumindest Gerste brauche ich. Hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Ah, jetzt schon. Nicht schlecht. So, lala. Und wir gehen auch aus dem Winter nach Hause. Und... klack. So, wir haben ein Barvermögen von 1500 Pfund Pfennigen. Oh, nun 12. Und verfügen über 11 AP. Ah, und wir können uns auf ein Amt bewerben. Ob das momentan schon was bringt, fraglich. Stadtdiener, Kammer, der mag mich nicht. Prima. Also, der wird mich nicht wählen, da können wir von ausgehen. Das hängt auch meistens hier mit der Religion zusammen. Verstehe ich sowieso nicht, wie man jemanden wegen Religion nicht leiden kann. Aber im Mittelalter waren nun mal andere Zeiten. Ach genau, sobald die da sind, kann ich die befördern. Wir sind im Frühling, das heißt, die fangen um 8 an, ne? Ja. So, aber zum Befördern müssen die sich ja im Raum befinden. Zack, und das Gehalt verdoppelt sich mal eben. Ja, und da sieht man, was ich meine. Die hat mir eben gesagt, ihr seid zur Hochzeit eingeladen, aber ich habe keinen Bock mit euch. Und deswegen 4 Jahre... Ja, komm. Na, Moment, die ist katarisch. Egal, müssen wir jetzt... Ne, Moment, es gibt ja die Möglichkeit... 6 Jahre. Na komm, gib mir vernünftige Frauen. Unfreie. Ach, nehmen wir die einfach. Ja, ich bin schrecklich verliebt. Ja. So. Dann. Jetzt sieht man... 122 Minuten für ein normales Dünnbier. Und normal sind es 240 Minuten. Das ist schon einiges. Und 465 kostet es im Moment. Das ist noch nicht so viel. Aber... Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Die Gläubigen der trauern, Welt trauern und klagen. Und klagen. Ja? Gesetzesänderung. Das Baupreisniveau ist hoch. Wer jetzt bauen will, zahlt ziemlich viel. Da 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 da.
Das ist schlecht, weil ich wollte ja eigentlich dieses Jahr auch meinen Betrieb erweitern. Und das heißt, das Ganze wird mich noch mehr kosten. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich dieses Jahr nicht machen können. Denn mit 1500 komme ich da nicht weit. Der Papst ist tot. Lang lebe der Papst. Lebe der Papst. Innozentius der Siebte. Okay. Und das Pachtpreisniveau ist mittel. Es ist nur noch 400 wert. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht einmal mehr was verkaufen. Ach, apropos, wir können hier mal, Ach, da war der Karren. So, Karren. Du wirst jetzt gerade zum Teil entladen. Ah ja, Weingeist. Ich bin der Meinung, wenn wir bei... Ja, so gegen 16 Uhr schaue ich mal und wenn dann ein Weingeist fertig ist... Rettet euch! Der Tod streckt seine knochigen Finger aus, euch zu berühren! Ah ja, das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Wo ist denn der Tod? Das Lustige ist... Da! Da ist die schwarze Pest am Schweben. Ach genau, man kann Häuser sabotieren. Das haben die gerade gemacht. Der Tod... Kennt ihr Terry Pratchett? Terry Pratchett und die Scheibenweltromane. Ich werde auch demnächst eine Buchvorstellung von mindestens einem Scheibenweltroman haben. Da wird Gevater Tod dann auch drin vorkommen. In einem Buch, was ich vorstelle. Ist sowieso cool. Also Terry Pratchett Scheibenweltromane, auch ohne Buchvorstellung, die ich im Moment noch nicht hochgeladen habe. Konkurrenten hat ein neues Gebäude schon wieder errichtet. Eine Kirche. Super. Kann ich nur empfehlen. Also Scheibenweltromane sind absolut klasse. So, noch zwei Roggen und dann müssen wir ganz viel Gerste kaufen. Ach so, wir verbrauchen jetzt keine Roggen mehr. Da, 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 da. Aber wir haben schon wieder fast 500 fürs Bier. Man merkt also, es war ganz gut, dass ich umgestellt habe. Je mehr wir jetzt... Sag mal, ich dachte, ich kann dieses Jahr im Frühjahr 14.4. Ach, Moment, ich kann ja nebenbei zusätzlich tatsächlich hier noch meine Fähigkeiten im Verhandeln erhöhen. So, 14.4, muss gleich kommen. 493. Schauen wir mal, wann das Bier schnell wieder was wert ist. Wir haben auf alle Fälle schon 7 Stück. Das sind dann in etwa... Oh, es sinkt wieder. Das ist nicht gut. Na gut, dieses Jahr verkaufen wir echt nichts. Ach je. Aber das sind schon in etwa 7 mal 500. Sind also 3500 in etwa. Gut, wir werden den Betrieb also nächstes Jahr wahrscheinlich aufwerten können. Und da wir auch erst gleich den Beruf erhöhen können. Ah. Ihr könnt jetzt so einige Zeit in Brauereien norddeutscher Hansestädte verbringen, um mit diesem Wissen einen gehaltvolleren Meistergrad als Wirt zu erlangen. Ja, wie man sieht, das Ganze läuft halt so ab. Oh, es ist fast 500 wert, dass ich im Grunde jetzt dieses Jahr gar nicht mehr fertig werde mit diesem Berufsgrad wahrscheinlich. Gehen wir schon mal raus. Und dann nach Haus. 1400. Ja, wir haben Personalkosten. 112. Und deswegen kein Verkauf. Ach genau, die Amtswahl. Ist auch sehr... Es ist halt noch sehr eckige Grafik. Aber das ist eigentlich egal. Oh, der mag mich jetzt plötzlich mehr. Was ist da los? Aber er will trotzdem... Ja, genau. Eine Dynastie. Den Herrn Trollinger. Der Schlauberger wählt den Troll. Ja, wir haben hier 7 AP für dieses Jahr. Und gleich 2 Sachen. Verhandeln ziemlich gut. Hurra und euch alles Gute. Ihr habt euch im Talent verhandeln durch die Lektüre des Buchs Das Kapital und nicht zu knapp noch mehr perfektioniert. Ihr seid jetzt ziemlich gut. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen.
Ihr seid Schankwirt. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke und das Wirtshaus. Gezeichnet die Vereinigung gegen die Sperrstunde.